Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Nerdfallmedizin. Ich sitze schon wieder oder noch immer mit Philipp Jung hier bei den Kinder- und Notfalltagen und wir haben uns gerade über Reanimation unterhalten bei Kindern, also ein schon nicht unstressiges Thema. Und jetzt wollen wir so ein bisschen in die Details gehen, so ein paar Fragen zur Reanimation von Kindern nochmal im Detail besprechen. Fangen wir gleich mal an mit dem einen Knallerthema Atemwegssicherung. Was soll ich tun? Soll ich die Maskenbeutel beatmen? Soll ich die alle versuchen zu intubieren? Soll ich gar nichts machen und schreien, den Kreis laufen? Was hast du da für Ideen? Also die erste Idee, ich glaube, ihr habt ja Atemwegssicherung nochmal per se, aber jetzt für die Reanimation, das Wichtigste ist, dass da irgendwie diese Lunge ventiliert wird, ja, dass da irgendwie Luft reinkommt. Und Luft kann, ich weiß, ich drehe jetzt irgendwie den Anästhesisten auf die Füße, aber Luft kann auf viele andere Art und Weisen in einen Patienten kommen, als durch einen dünnen Plastikschlauch, der in der Luftröhre liegt. Und wir wissen, dass die frühe Intubation den Kindern keinen Nutzen bringt. Da gab es eine große Analyse aus dem amerikanischen Netzwerk. Und weil wir denken, dass die frühe Intubation ablenkt von den Basismaßnahmen, das ist das Hauptding. Wir verbieten niemanden, der es kann, die Intubation des Kindes, aber es sollten die Basismaßnahmen sitzen, es muss alles soweit sicher sein. Und wir haben auch schon Kinder bei uns aufgenommen, wo selbst die Platzierung der Ladungsmaske als präferierter SGA bei den Kindern schwierig war, die dann beutelmaskenbeatmet zu uns kamen unter Reanimation mit einer dann doch irgendwie ganz gescheit ableitbaren Sauerstoffsättigung. Sowas ist völlig in Ordnung und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen von diesem Zwang wegkommen, dass nur der Patient mit Tubus ein guter Patient ist. Das spielt da nicht so die Rolle. Das heißt eher den Fokus, gerade wenn man die Expertise nicht hat, und muss man ehrlich sagen, das haben ganz wenige, eher zu Maskenbeutel oder superglottischer Atemweg. Ja. Wie ist es denn da mit Magenüberblähung und so weiter? Das kann ja ein relevantes Problem werden bei den Kleinen, weil wir einfach immer zu viel auspusten. Also man muss überlegen, dass wenn man mit dem Beutel beatmet, man ja wirklich nur so viel Luft reingibt, bis der Thorax sich hebt. Und wir ventilieren alle über. Das heißt, der Bauch wird aufgehen und der große Bauch natürlich steigert die Gefahr, dass irgendwas nach oben kommt aus dem Magen. Auf der anderen Seite drückt er natürlich, umso kleiner das Kind, umso relevanter die Lunge nach oben und gibt mir weniger Ventilationsfläche. Insofern ist die Magenentlastung schon ein wichtiger Punkt. Ganz elegant sind da natürlich die Zweitgenerations-SGAs, die liegen ja mit ihrer Spitze im Ösophagus quasi. Das heißt, ich kann darüber eine Sonde legen und muss da schon aktiv aspirieren, auf die Luft aktiv rausziehen, weil das oftmals nicht so, wenn man es offen lässt, sind dann doch dünnere Katheter, da so viel Fluss ist, weiß man nicht, aber das ist eine sehr elegante Möglichkeit und generell sollte ich das immer in Betracht ziehen, wenn ich sehe, dass der Bauch einfach aufgegangen ist. Und oder das mit dem Aspirieren, das ist ein super Punkt, den hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so am Schirm. Mhm. Eine Frage hätte ich noch, jetzt haben wir vorher mal gesagt, Hypoxie ist ein Problem, deshalb auch der Fokus auf eine Beatmung. Wie ist es mit Bolusgeschehen, mit Obstruktion, wenn die Geschichte ist, die haben irgendwie was verschluckt, weiß man nicht, ne? Plötzlich liegt das Kind da blau irgendwie. Wie weit würdest du dann irgendwo hingehen, dass man danach sieht? Oder da gibt es ja die wildesten Konzepte mit Stimmritzen und Stochern und also. Ja, also das Bolusgeschehen ist, glaube ich, so die dramatischste Situation, in die man rutschen kann. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sollte ja sowieso, wenn ich Beutelmaskenbeatmung mache, einmal Mund auf reingucken, ob ich was sehe und wirklich nur so wenn ich was sehe, das rausholen. Alles, was tiefer steckt, da ist ja eh die Frage, komme ich da dran oder nicht und was mache ich dann damit? Die Beutelmaskenbeatmung ist aber in vielen Fällen, muss man doch sagen, möglich, weil immer durch den hohen Druck, den ich mit einem Beatmungsbeutel aufbauen kann, dann doch irgendwie an diesem Bolus was vorbeigeht. Da muss ich auch keine Angst haben vor dem Druck, weil hinter dem Bolus ist ja der Druck geringer sozusagen. Ich würde, klar, jeder Notarzt wird versucht sein, da einmal zu gucken, ob er was sieht. In vielen Fällen wird er wahrscheinlich nichts sehen, ehrlicherweise. Und dann da irgendwie was rauszuholen, das ist schwierig. Da gibt es leider, muss man sagen, ist eine hochdramatische Situation. Und ob man dann guckt und rausholen kann oder ob man sich entscheidet, mit einem Tubus oder irgendwas das Ganze dann nach unten zu schieben, das sind wirklich Situationen, die sind rasend selten. In die kann man natürlich irgendwie kommen, aber die erfordern dann auch schon einiges an Expertise, muss man sagen. Und die meisten Kinder haben ja keine Fremdkörperaspiration, die irgendwie reanimationspflichtig sind, muss man auch sagen. Expertise und eine neue Hose, bei mir zumindest. Um das Niveau gleich wieder zu senken. Gut, das habe ich für mich mitgenommen. Zweiter Punkt, auch immer, glaube ich, angstbesetzt und fehleranfällig, ist die Medikamentengabe. Wie ziehe ich das auf? Was gebe ich da? Gibt es ja auch verschiedene Schemata. Hast du da was für dich Praktikables?
auch auf der Straße draußen, wo vielleicht dein Team nicht so erfahren ist, wo du eine Ahnung hast? Was natürlich gibt, haben wir auch schon mal uns angeschaut, sind kognitive Hilfsmittel. Das heißt, ich kann immer irgendwie ablesen, wie ist denn da die Dosierung. Was man da nicht vergessen darf, ich weiß dann zwar die Dosierung, aber ich weiß noch nicht die Menge. Und da ist immer die Frage, bin ich da in meiner Kommunikation eindeutig? Und wenn wir darüber sprechen, ich würde es immer einfach halten. Das heißt, Kinder sind, die Menge an Adrenalin, die Kinder brauchen, ist total adäquat mit der 1 zu 10.000er Standard Erwachsenen Adrenalinverdünnung zu machen. Und da sind das dann 0,1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man, es gibt immer die Diskussion, oh, wir haben keine 1er Spritzen. Naja, man kann ja auch, wenn es ein kleines Kind ist, ein 5 Kilo Kind ist, kann man auch 0,5 in eine 2er Spritze aufziehen und kann das dann dem Kind geben. Das ist nicht das Problem. Ich finde es sehr adäquat, dass die, wenn man das Ganze so macht, dass man nur die Menge an Adrenalin in die Situation gibt, die auch ins Kind kommen soll. Das heißt, wir machen das zum Beispiel auch in der Klinik so, dass wir so eine, wir haben das nicht erfunden, wir haben uns das auch abgeguckt, dass ich 1 zu 10.000 habe als 10 Milliliter, mache einen 3-Wege-Hahn obendrauf, ziehe mir mit dem 3-Wege-Hahn in eine separate Spritze, zum Beispiel beim 10-Kilo-Kind 1 Milliliter von der Adrenalin-Dosierung und gebe die in die Situation. Wenn das ein bisschen mehr ist, dann ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Das, wovor wir die Kinder schützen wollen, sind 20, 30, 100, bis, es gibt Berichte, bis zu 800% überdosiertes so Adrenalin. Ja, das muss man vermeiden. Ob das ein bisschen mehr oder weniger, das ist, glaube ich, nicht so das Ding. Und mit dem 1 zu 10.000, nur noch mal ganz, meinst du eben 1 Milligramm Adrenalin auf 10 Milliliter? Ja, wobei ja viele auch mittlerweile die Fertigspritzen haben. Ne, da kann man es ja genauso machen. Okay. Genau. Mit dem Amiodaron ist, glaube ich, auch gar nicht so häufig bei den Kindern, oder? Also das, ja, aber ist auch total einfach. Also das, auch da keine Angst vor haben, weil wenn man das Amiodaron pur aufzieht, wir haben 50 Milligramm pro Milliliter, aber wir wollen ja 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geben. Das heißt, letzten Endes ist die Menge genau die gleiche. Also wieder 0,1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Hier halt pur, hier da unverdünnt, wie man das Amiodaron in der Reanimation hier gibt. Okay, super. Aber das heißt, man hat da ein bisschen eine mentale Entlastung, weil man immer das Gleiche und nicht, ist das jetzt das, ist das das. Okay. Letzter Punkt. Wie schaut es aus mit Strom? Brauchen wir nicht so häufig, weil nicht so häufig Rhythmusstörungen. Aber wenn es so ist, wie klebst du es? Wie viel Joule? Was stelle ich da ein? 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist das, was die europäischen Leitlinien sagen. Dass wir gar nicht so richtig wissen, was die beste Joule-Zahl ist, zeigt, dass die Amerikaner mit 2 Joule im ersten Schock starten und dann auf 4 Joule, 4 Joule, 4 Joule gehen. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite der Macht man steht, nimmt man entweder 2 oder 4 für den ersten Schock und dann immer 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn mein Defi das nicht so exakt hinbekommt, weil er da einfach nicht die Einstellung hat, dann nehme ich die nächsthöhere Energiestufe. Und dann ist noch wichtig, dass man die Positionierung der Elektroden schon so macht, dass, dass die Elektroden sich natürlich nicht berühren sollten. Und ich kann genauso adäquat in AP-Position defibrillieren wie in Apex-Sternum. Es ist natürlich wichtig, dass man schaut, welche Elektroden hat mein Gerät, ab welcher Kilogrammanzahl soll ich welche Elektroden nehmen. Aber das... Ja, das sind die Überlegungen, die dann, glaube ich, letzten Endes vielleicht so ein bisschen die Kinderreanimation einfach dadurch, dass es mehr Überlegungen sind, die zwar einfach sind, aber es sind Überlegungen, die dann dazu führen, dass man per se das Empfinden hat, das ist ja alles komplizierter, weil man halt an mehreren Stellen einmal nachdenken muss. Ist es aber eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Und dann kommt natürlich als letztes noch das Emotionale dazu. Klar, absolut. Das ist einfach dann nochmal belastender für das, für das ganze Team und für alle rundherum. Ja. Aber ich denke auch, und ich habe jetzt nochmal einige wichtige Tipps mitgenommen, wenn man sich das vorher überlegt und überlegt, was sind wirklich die wichtigen zentralen Sachen, ist es gar nicht so schlimm. Die Medikamente kriegt man auch hin. Auch mit dem Airway-Management ist es vielleicht ja sogar einfacher, als wenn man da jetzt komplexe Intubationsversuche über dem Erwachsenen vielleicht macht. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz rundes Bild. Ich hoffe trotzdem, dass es jetzt nicht allzu häufig passiert, ehrlicherweise. Absolut. Aber man kann sich ja auch gut die Telefonnummer der Kinderintensivstation, die am nächsten ist oder so, einfach einspeichern. Auch wenn wir da jetzt nicht über echte Telemedizin sprechen, aber ich glaube, so eine Rückfallebene zu haben, das ist total sinnvoll. Einfach vielleicht, um nochmal zu fragen, das und das und das haben wir gemacht. Haben wir irgendwas vergessen? Einfach nochmal zu reflektieren. Sehr guter Punkt. Ich möchte ganz herzlich danken.
Ich habe mir viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, ihr da draußen habt euch auch viel mitgenommen. Wie immer gilt, ihr könnt es teilen, liken, kommentieren, uns was schreiben, Fragen machen und so weiter und so fort. Und wenn es ganz viele Anfragen gibt und ganz viele Ideen, dann bin ich sicher, dass wir dich auch so finden werden und nochmal was machen dazu. Also herzlichen, herzlichen Dank. Sehr gern. Euch danke da draußen und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerd4Medizin. Ciao.